Tag, Frau von Haßköter. Sie hatten wieder bei uns angerufen. Ja, aber das ist schon bestimmt 3 Minuten her. Haben wir erst noch schön Kaffeepäuschen gemacht, na? Eigentlich sind wir hier auf dem schnellsten Weg hergekommen. So, Frau von Haßköter, worum geht's denn? Ja, ich habe angerufen wegen der Musik. Also, ich habe dem Ladislaus letztes Jahr eine CD von dem Musical Hair geschenkt. Und bei unserem Lieblingslied, da springt die CD immer so. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Warum wir? Wir sind von der Polizei. Ja, eben. Das ist ein Notfall. Wer soll mir denn sonst helfen? Frau von Haßköter, die deutsche Polizei ist keine Hausmeisterfirma. Wir können jetzt hier nicht Ihren CD-Spieler reparieren. Ja, aber das sollen Sie doch gar nicht. Gucken Sie, ich bezahle Sie natürlich auch. Frau von Haßköter, wir dürfen von Ihnen kein Geld... Ja, so, kaufen Sie erst mal Ihren Frauen was Schönes. Das Ganze ist doch in 5 Minuten erledigt. Nun seien Sie doch nicht so. Schwarzi! I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth. I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ears. I got my hands, I got my hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, got my guts. Wagen 23, 413 in der Rüßberger Straße. Wagen 23, bitte kommen. Live! Toll. Toll, wirklich ganz toll. Das hätte dem Ladislaus bestimmt gefallen. So. Vielen Dank nochmal. Sie haben das super gemacht. Auf Wiedersehen, Frau von Haßköter. Also, Moment mal. Könnten Sie eben noch das Leergut zum Container bringen? Der Ladislaus kommt da vom Rollstuhl nicht dran. Frau von Haßköter, das ist wirklich nicht gut. Ja, ja, ja. Danke schön. Da sind auch ein paar Pfandflaschen drin. Das Geld dürfen Sie behalten. Tschüss. Das bleibt aber das Geld. Ich hasse diese Dinge. Sind Sie noch frei? Ja, ja. Hier, was dem Bröm letzte Woche passiert ist. Hm? Mhm. Und zwar ist er auch bei Rot über die Ampel gegangen und dann wurde der angefahren. Und jetzt ratet mal von wem? Von seiner Ex-Frau. Nee. Doch. Nein. Und im Nachhinein hat er dann auch noch behauptet, die hätte das mit Absicht gemacht. Oh. Hey, der Bröm. Na, wenn ich seine Ex wäre, ich hätte auch Gas gegeben. Ich auch.